Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bellride mit eurem Eric Vikings und dem Ragnar. Es ist immer noch unglaublich, aber Herndeen ist befreit. Was war das für ein geiler Kampf gestern? Da Herndeen jetzt befreit ist und ich einige Mitteilungen von euch gelesen habe und ja, ich bin einfach mega schlecht und ja, ich hätte das mit den Büchern hinkriegen müssen, habe ich mir gedacht, habt da eigentlich recht. Wir werden uns um die Verteidigung von Pimmelbergen jetzt kümmern und zwar werden wir uns Wachen holen. Und da werde ich mal gucken, was der Robin hat. Wir gucken jetzt einfach mal durch, bevor ich jetzt irgendwie warte, bis ich irgendwas hole. Würde ich gerne gucken, in welcher Art und Weise sind sie hier bewaffnet. Das wäre jetzt zum Beispiel einer, der Bogenschütze ist. Ja, den würde ich als Wache mitnehmen wollen. Wir gucken jetzt erstmal. Also wir merken uns den Robin. Wir gucken jetzt mal, ob wir richtig gute Leute haben. Wen haben wir denn hier? Der hat doch schon einen Speer in der Hand. Ne, ist eine Hacke. Aber vielleicht ist er trotzdem gut. Hat nichts zu sagen. Ist mir trotzdem egal. Ey, Typ. Typ! Okay, darf ich nicht. Darf ich nicht. Ist natürlich schlecht. Den haben wir hier. Den Parsival. Den kennen wir doch auch noch ganz gut. Den haben wir uns doch auch schon mal angeguckt. Der hat in Zweihand. Da müssten wir Zweihandwaffe haben. Und auch hier Bogenschießen 2 von 3. Also mindestens 4 würde ich ja schon haben. Also der Rob ist schon mal auf jeden Fall einer. Den könnten wir uns schon mal merken und auf die Fahne schreiben. Dass wir den zum Beispiel als Wache. Ich würde gern 2 Wachen definitiv mitnehmen. Die dürfen dann bei mir auch in den Häusern wohnen. Das ist kein Problem. Wir haben genug Platz da. Jetzt gehen wir mal kurz da oben. Kommt nochmal einer. Ach, die werden alle nichts zu sagen haben, weil die alle Gegenstände tragen. Das kann natürlich jetzt unglücklich werden. Wir gucken mal kurz. Nee, auch nicht. Guck mal. Hardcore hieß der. Nee, Hadase. Hadase. Naja, ist ja fast dasselbe wie Hardcore, ne? Hadase. So, Püppi, was ist mit dir, Helga? Du bist halt ein Weber. So, die will ich mir dann eigentlich schon... Das ist ein Zimmermann gewesen, ne? Ja. Die möchte ich dann auch schon in ihren Jobs lassen. Also ich würde jetzt die Freien nehmen. Ich nenne es... Guck mal, der guckt mir jetzt das dritte Mal hier. Robin, komm, du willst mit? Ich nehme dich mit. Also Robin, pass auf. Das freut mich zu hören. Wir nehmen den Robin mit. Der hat in Bogenschießen 4. Das heißt, den würde ich mitnehmen als Bogenschütze. Zack. Dann werden wir den Robin jetzt gleich schon mal angucken. Robin wird eine Wache. Er will da wohnen. Ja, das machen wir nachher. Dann schmeißen wir da nachher kurz raus. So. Und der kommt dann in ein Haus. Können wir das von hier aus machen? Gebäude. Haus. 3 von 3. Zuweisen. Sehr gut. Dann haben wir das. Oder Robin ist eine Wache. Das passt schon mal. Jetzt gucken wir hier oben nochmal. Wir haben noch 7000. Also eine würde ich mir da mitnehmen. Hallo, Bibi. Die will auch mit, ne? Die will auch mit unserer Weberin hier. Aber das ist für uns jetzt noch nichts. Wir gucken mal, da drüben läuft ein Blauhändiger rum. Die kriegen natürlich dann auch spezielle Ausrüstung nachher von uns. Den Tome. Warte mal. Oh. Oh. Yo! Ja, leckst mir am Arsch, du. Das ist ja Wahnsinn. Okay, pass auf. Du fliegst hier raus. Der Mattis wohnt da alleine. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal 2 für... Wow, okay, wir kriegen auf jeden Fall einen Bogen. So, wir gehen heute auch noch zum Hans, ne? Das wissen wir, das habe ich nicht vergessen. Du bist eine Wache. Das ist so geil. So, Haus. Robin und der Tome arbeiten zusammen. So, kann ich die Wachen jetzt eigentlich auch noch einstellen? Bevölkerung. Wir gucken mal kurz. Hier, Wache, Wache, Wache. Die sollen halt wirklich nur Wache machen. Das passt. Sehr, sehr cool. So. Dann werden wir Bogen bauen für die 2. Die werden wir ausrüsten dann gleich. Dann gucken wir mal unten, dass wir da haben wir ja genug Material da. Dann haben wir schon mal die Wachen. Wenn wir schon einen Wachturm haben und so weiter, ne? Das wird schon. Bis gleich. Ich gehe schon mal vor. Ich warte jetzt nicht auf dich. Ja, ich könnte was essen. Mein Fischeintopf hier. Der ist schon mal ganz nice. Der ist schon mal ganz nice, unser Fischeintopf. So. Aber geht's gleich zum Hans. Ob man Hans schon mitnehmen können? Das wäre ja geil, oder? Wenn der Hans noch einzieht. So, wir werden dann auf jeden Fall auch noch diesen, diesen einen Stickel da bauen. Ich überlege jetzt gerade, wie der heißt. Sammelpunkt. Den Sammelpunkt, den werden wir bauen. Ich glaube, das liegt daran,
dass sie sich da einfach nichts genommen haben. Und ich glaube, wenn wir den haben, wir lesen uns das dann gleich nochmal durch. Ich habe mir auch was dazu geschrieben. Dann würden die das automatisch machen. Und das wäre natürlich super gut, ne? So, F. Also einmal nach Hause. So geil, dass die Zäune weg sind. So. Alles klar. Also, wir sind jetzt hier. Wunderbar, ne? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall, das werden wir gleich ankündigen, zwei Bögen. Dass die gebaut werden. Den Sammelpunkt, den haben wir schon gelernt, richtig? Wo sind wir jetzt gerade hier drin? In gar nichts. Sammelpunkt. Da müssen wir den noch. Sammelplatz, da ist er. Lernt den mal bitte schnell. Fehlende Ressourcen, das kann nicht sein. Haben wir alles da, das kannst du bringen. So, den Ulmbogen, den kriegen wir jetzt noch nicht hin, ne? Weil da fehlt uns noch der Tybi. Dann kriegen die jetzt erstmal zwei normale Bögen. Warte mal, du bist hier falsch, du musst da rüber. So, wir brauchen Pfeile. Wir brauchen zwei Bögen. Und zwar zwei Stück. Dankeschön. Und dann bitte hoch. Ne? Hier ist einiges zu tun. Hier fehlt auch einiges, Leute. Das ist krass. Und es sind überall das Holz, das fehlt. Und das check ich nicht. Die gehen doch los hier. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt mal Baumstämme. Wir haben jetzt gerade nichts, was wir aktuell bauen, bis auf den Wachposten da vorne. Oder gucken wir jetzt mal kurz, was der Wachposten noch braucht. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir Baumstämme komplett auf 0 Euro machen und nur erstmal das Zeug holen. Der ist schon fertig hier, ne? Ist das richtig? Leute, der ist fertig. Guck dir das an. Der Wachposten ist fertig. Dann haben wir aktuell nichts zu bauen gerade. Und werde hier die Brio runtersetzen. Und werde hier definitiv sagen. Niedrigste Brio. Machen wir hier 9. Machen hier 8. Und hier machen wir 1. Und bis nach oben. Dass da jetzt hier mal ein bisschen Gas gegeben wird hier. So, unsere Wachposten ist auf jeden Fall da. Das ist schon mal wunderbar. So, dann will ich die kurz ankleiden. Die kriegen natürlich auch ihre Waffen. Und zwar einmal diese. Und diese. Ja. So, komm her. Den Fisch, da kannst du den jetzt essen. Dann kriegen die hier dicker Wams. 17, 17, 1, 1. Was haben wir hier? 23, 23. 1, 1. 1, 1. 8. Was machen die? 7, 7. Sehr gut. Dann brauchen wir noch Hosen, ne? So, wo ist unsere Wache? Ja, da hinten ist die Wache, ne? Ja, guck mal, da haben wir den ersten schon. Das machst du sehr gut. Robin, ich bin stolz auf dich. Komm her. Du kriegst, was hast denn du hier? Eine 5. Du kriegst den. Du kriegst das hier. Weil da hast du ja gerade nichts. Du kriegst neue Schuhe auf jeden Fall und neue Hosen. Und du kriegst das hier. Kannst du nicht, weil du musst erstmal Stärke leveln. Kann das sein? Attribute Stärke 0. Aber das kriegt man hin. Du bist auf jeden Fall jetzt erstmal... Du hast es auf jeden Fall in der Hand. Ich würde es anders nehmen, aber es ist ja dein Leben, ne? Ist ja deine Hand. Aber wenn du das jetzt erstmal nicht nehmen kannst, würde ich dir dann trotzdem erstmal den geben. Mehr. So. Genau, dann wird jetzt erstmal hier aufgepasst. So, dann kommt der nächste Wachposten. Der müsste dann auch bald hier reinschneiden. Da hinten kommt er schon. So, wir brauchen nochmal zwei bessere Hosen. Und zwei bessere Schuhe. Das sind eine 4er, 2. Kategorie. Rüstung. 5 und 8. Da brauchen wir zwei Stück. Und wir brauchen zweimal gute Schuhe. So.
So. Wo ist unser anderer? Müsste da auch bald kommen hier. Der Lobo? Sie mir? Igor? Cecilia? Robin? Gertrude? Quinn? Wo ist denn unser anderer? Der Tome steckt anscheinend gerade hier irgendwie fest. Aber der kommt schon. Der kommt schon. So, pass auf. Bogen, Pfeile, Köcher und so weiter für unseren Hans. Verfolgen. Zwei Köcher und zweimal Bronzepfeil. Haben wir alles da. So, die Rüstung, die packe ich jetzt erstmal kurz hier rein. Dann weiß ich, dass sie hier ist. Zack, zack. Ne, das kannst du wieder wegpacken. Und die packst du rein. Dann nimmst du dir die Bronzepfeile. Einen Köcher. Und der andere Köcher müsste aber auch bald da sein. Wenn nicht, hole ich mir den drüben. Wir brauchen ja keine zwei Köcher drüben bei dem Jägerding. So, einmal das Blumsklo benutzen. Und seid ihr da? Ihr seid da. Das ist wichtig und wunderbar. So, das kann ich schon essen, oder? Nee. Geh mal kurz drin, kurz hier dran. Vielleicht haben die auch hier reingepackt. Die packe ich jetzt mal schnell weg, solange der da oben noch rumsteggy ist. Haben wir den Köcher hier drinne? Nee, ne? Ich überlege, ob ich das Geweih mitnehmen soll. Aber wir gucken erstmal nach, ob wir das dann drüben verkaufen können. Aber ein Köcher ist auf jeden Fall oben im Jägerhaus drinne. Der hat jetzt zwar, glaube ich, keine Pfeile mehr. Haben wir noch Pfeile einstecken? 15. Die reichen uns aber erstmal. Die sollen jetzt erstmal weiter bauen hier. Robuste Hose ist fertig. Da siehst du. Zack. Der braucht keine zwei Köcher. So. Dann haben wir unseren Wachposten. Das ist schon mal gut. Der Sammelpunkt, der müsste eigentlich auch jetzt langsam angefangen werden. Da würde ich jetzt mal auch gucken, dass wir das hinkriegen. So, sie macht die Hosen auf jeden Fall fertig. Das ist gut. Gib mir mal, hast du schon eine Hose da? Weil da würde ich schon mal eine mitnehmen. Hast du noch keine? Rütsche Puppi, hast du die? Wo hast denn die Hose hin? Bin ich schon wieder weggeräumt jetzt hier, oder was? Ja, sag mal, wie schnell seid ihr denn? Du kannst sie ruhig anziehen, ne? Du musst sie nicht wegräumen. Rosa. Robuste Hose und Stadtbewohnerhose. Sie sehen fast ähnlich, ne? Was hast denn du an? Quasi. Quasi. Was hast denn du für eine Hose an? Ach herrje, zieh mal die an. Packen wir die jetzt auch gleich weg, dann geht's rüber zum Hans. Wir haben alles da, ne? Ja, 2 und 1 und alles da. Gut, ab zum Hans. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir da noch was einkaufen. Aber bis jetzt ist alles erstmal ganz gut. Wir müssen jetzt nicht wirklich einkaufen. Bis jetzt sind die Arbeiten sehr gut verteilt. Wir haben zweimal Wache bei uns drin. Das andere wird gelernt. Ich bin sehr zufrieden. 10 Briganten würden wohl kommen. Demnächst. Ja, da müssen wir auch gucken, ob ich das dann irgendwann mal ausschalte oder nicht. Ob mir es nervt oder nicht. Bis jetzt will ich gern gucken, was passiert. Wie kriegt man es hin? Kommen wir damit klar, wie es aktuell ist? Wie machen wir das mit den Wachen? Wir gucken jetzt hier oben nach Büchern. Die würde ich kaufen. Einmal direkt für mich und einmal natürlich direkt für unsere Burger. Dass wir da jetzt reingucken. Ist das der Hans? Ne, das ist nicht der Hans, ne? Das ist der Gillo. Der Gillo. Gibt es hier oben überhaupt Bücher? Ich glaube, Bradford war schon eins, wo wir eher 3000er Bücher kriegen, ne? Wo ist denn der jetzt? Jetzt läuft er wieder da unten runter. Hans, willst mich ärgern? Was hast denn du eigentlich nochmal gehabt? Ich muss nochmal nachgucken. Ja, du kriegst Fleisch. War kein Bücherhändler hier? Nee, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich such den Deiser. Da kommt er, unser Hans mit der Mütze. Wegen der Pfeile. Hast du sie? Hab deine Pfeile und Köcher.
Versuch dich nicht in den Fuß zu schießen. Hier ist dein Gold und noch etwas extra. Bogenschießen, fortgeschritten. Geil. Du bist der Beste. Hans war klar. Räucher der Fisch. Ich werde versuchen, etwas höher als mein Fuß zu zielen. Sehr gut, danke. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Bitte tu nichts, was eine Vergeltung nach sich ziehen könnte. Ich mache keine Versprechungen. So kennen wir dich, Hans. So kennen wir dich. Können wir dich mitnehmen jetzt? I can't say I'm happy about the outcome of the election, but I will be. Oh Scheiße, wir können Hans nicht mitnehmen. I'm sorry, but I don't have anything else. Hans hat sich entschieden, hier zu bleiben, Leute. Damit ist es amtlich. Hans wird sich nicht bei uns anschließen. Hi Patrick. Oh, das ist jetzt aber traurig. Du brauchst Hilfe, ne? Lord Ashbourne has suggested we establish our own iron mine to lessen our dependence on Eisenmine, Leute. Es gibt da etwas, ja. Lord Ashbourne hat vorgeschlagen, dass wir unsere eigene Eisenmine errichten, um unsere Abhängigkeit von anderen zu verringern. Ja, was brauchst du jetzt? We're short on tools and our blacksmith is tied up with urgent repairs. Could you bring me some pickaxes and hammers? Gut, ist kein Problem. Uns fehlen Werkzeuge und unser Schmied ist dringenden Reparaturen beschäftigt. Könntest du uns ein paar Spitzhacken und Hämmer bringen? Ich sollte in der Lage sein, dies zu besorgen. Robuste Spitzhacke haben wir gelernt. Oh, Leute. Wie gut ist denn das? Zwei robuste Spitzhacken und zwei Vorschlaghämmer. Die haben wir da, die robusten. Die können wir jetzt. Die können wir herstellen. Patrick, ich bin sehr dankbar dafür, dass du uns das beigebracht hast. Das Problem ist jetzt aber, und ich sag's euch ganz ehrlich. Entschuldigung, Großer. Hier ist noch nichts befreit. Ne, ist noch besetzt, Bradford. Ja, da brauchen wir nicht. Boah, Hans kommt nicht mit. Das ist jetzt ärgerlich. Es tut mir auch gerade mega in der Seele weh. Da ist unser Bogenschützebuch. Das lernen wir natürlich. Ja, ist okay. So, das lernen wir. Stärke sind wir auch bald dabei. Wir brauchen auf jeden Fall... Wir gehen jetzt pennen und werden uns morgen noch mal ein paar Bücher besorgen gehen. Ja, ist so in Ordnung. Und da werden wir jetzt gleich mal gucken, ob wir die Möglichkeit haben, die robusten Hacken schon mal herzustellen. Und was bei uns da gerade das Problem ist, dass das mit dem Sammelpunkt nicht funktioniert. Das wäre mir jetzt auch wichtig, dass ich das heute abschließe in der Folge. So, dann gehen wir ein paar Bücher kaufen. Ach stimmt, ich habe jetzt gerade nicht geguckt in Bradford, was sie kaufen. Aber das ist mir egal. Wir gucken erstmal jetzt lieber oben rum. In, wie heißt denn das Kaff jetzt? Parstone. Im Parstone müssen wir dann gleich mal gucken. Robuste Spitzhacken. Wenn wir die jetzt schon bauen könnten, das wäre natürlich super geil. Da wird auf jeden Fall was gebaut da. Der Ulmen-Kurzbogen ist fertig. Sehr gut. Der Ulmen-Kurzbogen. Igor, hast du gut gemacht. Pass auf, Igor. Ich bräuchte aber von dir... Da ist der Bogen. Den nehme ich mir gleich mit. Brauchst du den einen noch? Nee, ja, da ist er dran. Robuste Hacke. Das brauchen wir natürlich auch wieder jemanden anders, der das bauen kann, ne? Die sehe ich gar nicht hier. Einfache Spitzhacke? Also die robuste sehe ich nicht. Robuste Spitzhacke. Lass uns mal kurz jetzt ins Menü gucken. Die sollte ja... Kriegshammer hier oben irgendwo auftauchen, oder? Robuster Kriegshammer, robuste Axt. Eine Axt. Robuste Spitzhacke. Ich sehe sie jetzt aktuell gerade nicht. Ich kann sie auch, glaube ich, jetzt gerade nicht eingeben. Hier gibt es auf jeden Fall einen neuen Tech-Tree. Kleiner Rucksack. Oh, was braucht man dafür? Die Gerberhütte. Ja, das Problem ist, da brauchen wir jetzt halt alles. Diese besseren Burger, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Robuste Spitzhacke. Gesehen habe ich sie. Also, dass wir sie können. Da ist sie. Und die können wir nicht bauen, weil wir die Bergbauhütte nicht haben. Und die können wir erst erlernen, wenn wir die Sammlerhütte haben. Und dafür brauchen wir jetzt wieder was anderes. Okay, das steckt jetzt alles aufeinander. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten abschließen.
Also dann brauchen wir das noch gar nicht anfangen hier. Harte Arbeit, was hätten wir hier? Die können wir ablegen. Ja. Jetzt habe ich sie weggemacht. Ah, die können wir uns dann wiederholen, ne? Ich dachte, ablegen können wir sie uns... Ah, ja, ist okay. Vertrauen, Freund in Blackridge Pool. Das dauert auch erstmal noch einiges. Ey. 50%, was fehlt uns denn? Ein Bronzebarren? Wieso wird keine Bronze hergestellt? Was ist los? Habe ich das vergessen anzuhitten? Weil wir kein Torf haben. Bronzebarren? Der Torf wird doch aber hergestellt, oder nicht? Hier. Müssen wir Torf, wir müssen Torf finden, kann das sein? Benötigt wer? Torf, 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 Torf. Ja, aber Torf holen die doch. Kann zu Dünger verarbeitet, kann in Sumpfgebieten gefunden werden. Es streut um guten Boden her. Wir haben keinen Torf gerade aktuell, ne? Oh, wow. Leute, da müssen wir hier aber mal kurz, in Sumpf, wir haben ja noch keinen Sumpf, ne? Dann sollten wir vielleicht den Rennofen trotzdem nochmal platzieren hier. Einfach erstmal hier daneben dran. Das ist ja krass. Okay, dann lassen wir das aber jetzt mal schnell aufbauen. Oh, das habe ich nicht berechnet. Okay, das macht er noch. Ich nehme den jetzt, bevor uns dann jetzt hier das kaputt geht. Gut, also Hans wird uns nicht besuchen. Das ist schlecht. Er hat es halt sich überlegt. Ist in Ordnung. Können wir jetzt ihm auch nicht böse sein. Wir pennen jetzt erstmal bis morgen. Gehen jetzt gleich nach Pastor rüber, gucken nach Büchern. Gucken, was wir da drüben verkauft kriegen. Ob die vielleicht Geweih oder so kaufen, das wäre natürlich richtig geil. Dann würde ich das aktuell gleich mitnehmen. Nehmen natürlich auch die Wolfszene mit jetzt, die wir alle haben, dass wir da jetzt schon mal wieder ein bisschen was weg haben. Verbranntes, verbranntes, verbranntes. Habe ich jetzt gerade nicht gelesen. So, gib mir das mal bitte mit. Hier haben wir nochmal ein fortgeschrittenes Jagdbuch. Das können wir jetzt erstmal noch nicht machen. Ich hoffe, unser Typi ist jetzt gleich mal da. Die Hauer nehmen wir jetzt auch mit. So, dann gucken wir jetzt mal. Ist der jetzt immer noch da oben? Der ist immer noch da oben. Also irgendwas stimmt nicht. Da müssen wir gleich nochmal hochgucken. Dann ziehen wir den da oben an. Ein Haus haben wir ihnen ja gegeben, ne? Auf, dann machen wir das gleich. Gib mir auf jeden Fall mal die bitte mit und hier die mit. Brauche ich die Hose und die Schuhe zweimal. Da ist unsere eine Wache. Dann kriegt die gleich seine Schuhe an. Happy days, all thanks to you. Finde ich gut, was du da sagst. Du bist ja gerade neu. So, bitteschön, Großer. Dann hast du erstmal das. Die Essen und so weiter brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ach, den... Ja, genau, du kriegst doch den Bogen noch. Mensch, sag doch was. Kriegst du den Bogen auch noch? Okay. Another day, another patrol. Let's make sure everyone stays safe. Ich denke mal, er würde es dann nehmen, wenn es drauf ankommt. Gehe ich mal stark davon aus. Wir leihen gerade unser Bogen, gehen wir los jetzt. Hier wollte ich auch noch was mitnehmen. Vielleicht hat er ja Stärke 2, ich bin mir noch nicht sicher. Wir gucken jetzt gleich. Das zieht er jetzt gleich an. Das schmeißen wir jetzt gleich noch weg. So, gegessen haben wir. Uns geht's gut. Das ist auch sehr wichtig. Wir gehen ins Blumsklo und machen das hier noch weg. Dann reisen wir kurz hoch nach Herndin. Der Rennofen ist abgeschlossen. Da muss ich kurz hin. Sorry Leute, da muss ich kurz hin. Ich muss das hier mit der Bronze hinkriegen, bis das gemacht wird. Aber es läuft uns ja nichts weg. Ja, da wollte ich hin. Bronzebarren auffüllen auf 20.
Ja, guck mal, und da geht's nämlich gleich los. Die haben die Arbeit gesucht, ja. Auffüllen 20. Bronze. Da würde ich gerne reinschreiben können, aber es geht leider nicht. Auffüllen und Zinnwaren. Und zack. Dann wird das auch erstmal gemacht. Unsere Lagerhäuser sehen sehr gut aus. Da sind wir auch dran. Die Pfeile werden hochgebracht. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Ich muss mal gucken, was mit dem Typ da oben los ist. Was haben wir denn für ein Problem jetzt gerade mit ihm da oben? Dass er nicht weiterläuft. Entweder hängt er irgendwie fest. Ich würde ihn dann einfach nochmal als Begleiter nehmen. Da kommt er. Der hing einfach in der Range fest. Komm hier, was hast du denn gemacht? Hast dich noch von deiner Püppi verabschiedet? Hast nichts zu essen, ne? Du armer Kerl. 5er Rüstung und wir haben hier eine 23er. Das ist alles richtig, was wir machen. Hier, neue Hose und neue Schuhe. So. Dann kriegst du... Another day, another patrol. Let's make sure everyone stays safe. So ist richtig. So, lauf los. So. Dann hat das doch schon mal gut funktioniert. Dann haben wir jetzt unsere Wachen unten drinne. Die brauchen wir definitiv. Der Sammelposten wird dann jetzt auch, denke ich mal, funktionieren. Wenn der Bronzebarren jetzt fertig ist, dann gehen wir rüber nach Pasto. Gucken in Pasto nach Büchern. Und verkaufen, wenn wir Glück haben, unsere Geweihe. Das würde mich sehr freuen. Es ist mal ein schöner, ruhiger Tag gerade, ne? Keine Angriffe, kein Stress. Passt eigentlich ganz gut. Hier sind wir schon in der Freundschaftsbasis drin. Eventuell kriegt man hier sogar jemanden mitgenommen. Halt die Klappe. So, pass auf. Ich hätte hier nochmal ein bisschen... Du hast Seile in der Hand, weißt du das? So, guck mal. Sehr gut. Haben wir verkauft. Kaufen kann ich bei dir nichts. Das ist okay. Die haben auf jeden Fall einen Bücherhändler hier. Was kaufst du, mein Freund? Bärenmarmelade, Federn, gekochtes Fleisch. Es ist so unklug. Es ist so unekelhaft, ne? Unekelhaft vor allen Dingen. Es ist uncool, dass er nichts kauft. Wo ist denn der Bücherhändler hin? Da unten. Wer kauft uns denn jetzt Geweihe? Du auf jeden Fall nicht. Du kaufst deine Bücher, ne? Du kaufst ja nur Bücher. So, pass auf. 300. Ich brauche definitiv ein Stärkebuch. Benötige die Stärke 3. Brauch's aber. Das kaufe ich mir definitiv schon mal. Ich kann es zwar jetzt noch nicht lernen. Zweihandwaffe habe ich nicht. Bogenschießen habe ich. Lerne ich jetzt gerade. Stärke, Beweglichkeit. Schilde. Vielleicht doch nochmal rüber nach Pasto. Du kaufst eh nichts, das weiß ich. Pass mal auf, wir gucken jetzt nochmal hier oben hin. Irgendjemand muss das doch kaufen. Wer da oben Geweihe kauft? Wir gucken nochmal bei dem oben hin. Wir gucken da nochmal runter. Einer von denen wird doch irgendwas kaufen. Das kann ja gar nicht wahr sein. Wir müssen doch die Geweihe auch irgendwo loskriegen. Wo ist denn der Typi? Da läuft er. So, komm mal her. Hello there. Verkaufen. Das ist so krass. Knoblauch ist geil, ne? Wer kauft Knoblauch? Wir haben aktuell viel Knoblauch da. Okay, jetzt gucke ich nochmal da runter. Das ist ja eigentlich ein Jäger gewesen, der da unten rumoxidiert. Und wenn das jetzt dann nichts wird, wenn der auch nichts kauft, dann müssen wir es halt irgendwo jetzt erstmal hinpacken, wo es uns erstmal anderweitig nicht stört. Die holen trotzdem Baumstämme.
Obwohl ich sage, die sollen keine holen. Das verstehe ich nicht. Aber es muss ja trotzdem funktionieren, sonst hätten sie ja keine Pfeile gebaut, ne? Gehe ich jetzt mal davon aus. Das verstehe ich so irgendwie noch gar nicht. Warte mal bitte. Was kaufst du denn? Holz und Schnur. Das ist eine Krise. Riemen. Brauche ich nicht kaufen, können wir mittlerweile selber herstellen. Ja gut, dann ist es so, ne? Was ist denn da los? Ach, bei dir geht das so einfach? Jetzt sehen wir das erste Mal, wie der jagt. Wie krass, da rennen die nicht weg, ne? Müssen wir noch einmal nach Hörn gehen, Leute. Es tut mir echt leid, es ist heute Tag der Reise anscheinend hier, der Reisetag. Gut, da habe ich jetzt gerade nicht geguckt, ob der das kauft. Doch, ich habe geguckt, ne? Ich muss noch ein Stärkebuch kaufen. Dass wir auf Stärke 2 kommen. Auf Stärke 3 kommen. Oh, den nehme ich auf jeden Fall mit. So, einmal nochmal nach Hörndin. Siehst du, da hat er wieder Höschgeweih. Der hat den Hösch wirklich gekriegt, ne? Es ist schon gut, dass wir einen Jäger haben, ey. Das ist alt. Das macht so viel einfacher. So ein Bronzebahn wäre jetzt eigentlich mal ganz geil, wenn den jetzt mal jemand herstellt. Wenn nicht, mache ich das jetzt gleich. Dann haben wir den Sammelpunkt, dann ist das mit der Wache eigentlich durch. So, aber ich glaube, ich habe hier geguckt, ob der das kauft. Ne, der hat das auch nicht gekauft. Du hast das nämlich nicht gekauft, ne? Ne, guck dir das an. Federn, die verkaufen halt alle Federn, ne? Ah ja, dann ist es so. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt gleich anstellen. Ich brauche ein Stärkebuch. Hast du das? Ist der Beste. Ich danke dir. Das müsste mir reichen, das Stärkebuch, ne? Ne, ich brauche noch eins. Was? So. Ah ja, gut, dann ist es so. Dann sind wir jetzt hier auch erstmal weiter durch. Dann wissen wir nicht, wo wir jetzt das Geweih verkaufen können. Klar, ich habe jetzt in Bradford nicht geguckt. Aber aktuell kauft jetzt keiner so wirklich das Zeug hier. Ich überlege jetzt fast, ob ich die mitnehme. Vertrauenslevel? Vertrauenslevel in Bellwright? Okay. Okay, da müssen wir anscheinend noch mal ein bisschen Gas geben. Ja, aber das verstehe ich dann jetzt nicht. Jede Aufgabe, die ich jetzt erfüllen muss, baut doch sichtlich darauf auf, dass wir höher gelevelt sein. Wir haben hier keine Quest mehr. Wir haben hier die eine Quest, die haben wir angenommen. Klar, wir hätten hier Quests ohne Ende. Dann müssten wir aber erstmal Yerra reisen. Wir müssen erstmal die ganzen Dinger hier wegmachen. Das wird auch nicht so einfach. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie... Wir müssen halt jetzt Außenposten wegmachen. Und das wird schwer genug, Leute. Aber jetzt gucken wir erstmal nach dem Bronzebarren. So, ich habe ein Holz mit, dann kann ich hier schon mal wieder einfeuern, ne? Ah, siehst du, interessiert nämlich schon wieder keinen hier. So, das kann ich essen.
Knoblauch kann man verkaufen. So, das Höschen geht jetzt raus. Dann gucke ich jetzt aktuell mal. Genau, die kann raus und das kann raus. Bin jetzt fast gewillt, das Geweih noch zu verkaufen. Sag ich euch ganz ehrlich. So, das geht raus. Das und das und das. Dann sind das meine Bücher, die ich lernen muss. Wie lange lerne ich das Buch noch? Noch eine Stunde. Okay. Noch ein Stündchen. Ne, da musst du hin. So, das sind meine Bücher. Dann sind wir hier erstmal aufgeräumt. So, ich gucke jetzt nach dem Bronzebarren. Es kann ja gar nicht sein, dass das nicht funktioniert hier. Ja, es fehlt wieder Holz. Pass auf, dann machen wir unseren Bronzebarren jetzt selber. Um einen Bronzebarren herzustellen, brauchen wir Kupfer und Zinnerz. Haben wir ja genug da, ne? Komm mal her. Ein Kupfer und ein Zinnerz. So. Dann packen wir das nämlich jetzt schon mal hier rein. Ne, können wir nicht, wenn wir das Holz noch zupacken. Ich bin froh, dass wir unsere Axt haben, ne? Ich bin so überglücklich, dass wir endlich unsere Axt haben. Also Fleisch kommt definitiv ran. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Das läuft einfach wie ein Uhrwerk hier. Das ist mega gut. So. Und jetzt würde ich gerne einmal einen Bronzebarren herstellen. Ist sogar schon drin. Das liegt einfach nur am Holz. Ich verstehe das nicht. Was ist denn das Problem mit dem Holz? Warum haben wir so ein Holz, so ein Zweigproblem? Ich muss anscheinend wirklich selber Hand anlegen. Da stellen wir Planken her, das ist klar. Was macht er dort? Ich geh das mal an. Ist überhaupt kein Holz da? Habe ich das aus Versehen rausgemacht? Leute, ich habe das wirklich aus Versehen rausgemacht. Ja, da brauchen wir nicht wundern. Gib mir mal das Holz mit. Ey, aber gut, dann hat sich jetzt gelohnt. Wir haben auf jeden Fall extrem viele Baumstämme. Was mache ich jetzt gerade? Warte mal. Ich wollte gerade den Holzhacker bauen. Den haben wir ja gar nicht mehr, ne? Ja, dann lege ich das aber hier rein. Wer weiß, wann wir es wieder brauchen. Musst du dir das Ding? So. Da müssen wir mal gucken, ob wir Torf kriegen. Ist das jetzt hier fertig mit dem Bronzebarren? Jawohl. Oh, ich mache den nächsten Bronzebarren. Püppi, gib mir das mal. Du hast doch den jetzt bestimmt geholt, den Bronzebarren, oder Sissy? Ja, gib mir den mal her. Ich möchte mich gerne den zum Lernen bringen, dass wir das noch durchgezogen kriegen jetzt hier. So. Zack, drinne. Kann gelernt werden. Gambelsohn 32. Der Pfadsucherhelm mit 12. Der sieht natürlich auch richtig mega geil aus. Die Schuhe, die haben wir. Robuste, nee, die haben wir noch nicht. Sonst würden sie dich hier drin sehen. Das sind die Speerstiefel. Da
Dann haben wir hier diese Wanderhose mit 12. Die sieht natürlich auch super cool aus. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir hier rein. Speisekeller. Da brauchen wir auf jeden Fall. Da würde ich mir wünschen, dass hier was drin steht. Steht sogar hier. Gastwirt. Dann brauchen wir als nächstes die Sammlerhütte. Und wenn wir die Sammlerhütte haben, dann können wir in den Reiter gehen, Bergbauhütte. Das heißt, die Sammlerhütte ist das nächste, was wir brauchen. So, sie lernt das jetzt. Und dann würde ich sagen, dass sie danach... Das sehe ich, Puppi. Rundschild sollte man vielleicht auch machen. Sachen hätten wir dafür da. Brauchen wir aber auch den Holzfäller. Wie kann ich das irgendwie anhitten mit dem Beruf? Nee. Also, Sammlerhütte ist das nächste. Dann kommt die Gerbereihütte. Dorfschrein ist eine Verschönerung. Eine Dorfverschönerung, die in neutralen Dörfern gebaut werden können. Erhöht das Vertrauen zum Dorf und die Dorfbewohner können nun ihren Respekt erweisen. Sollten wir auch lernen. Das Dorfhaus ist auch eine Verschönerung. Sollten wir auch gucken, dass wir es gelernt kriegen. Die Dorflaterne ist die nächste Verschönerung. Den Dorfbrunnen. Auch alles für neutrale Dörfer. Und die Weberhütte. Also wir haben jetzt einiges, was... Jawohl, guck mal, jetzt kommt's rein. Jetzt kommt's endlich rein. Hier, Pippi, machst du das? Dann können wir das morgen gleich bauen. So. Und dann müssen wir halt jetzt wirklich uns vorbereiten und müssen hier die Reise antreten. Wir müssen morgen hier rein. Wir müssen das mittelständische Banditenlager versuchen, irgendwie wegzumachen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen sollen. Aber wir müssen morgen da rein. Und am besten ohne zu sterben. Wir haben es geschafft. Der Sammelpunkt ist noch durch. Komm her, dann hitten wir auf jeden Fall gleich die Sammlerhütte an als allernächstes. So, und den Sammelpunkt, den setzen wir direkt hier rein. Am besten einfach hier. So, was schreibt er uns zu dem Sammelpunkt? Ein Ort, an dem sich Gefährten auf die Reise vorbereiten können, indem sie sich mit Ausrüstung und Nahrung aus der Siedlung versorgen. Das ist das, was wir die ganze Zeit gebraucht haben. Und das setze ich direkt hier hin. Bam. Holz, Leinen, Seil. Das ist schnell gebaut. Leute, dann sind wir hier durch. Wir haben auf jeden Fall jetzt was für unsere Bewachung gemacht. Wir haben jetzt Wachen. Wir sind jetzt kurz davor durch, auch hier das Buch zu lesen. Das geht jetzt dann schnell. Dann haben wir in Bogenschießen. Haben dann die nächste Stufe Stärke erreicht. Das ist auch sehr, sehr geil. Wir haben zwei Wachen eingestellt. Wir sind richtig gut da. Hans kommt nicht. Sehr traurig. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich würde sagen, wir gehen morgen die Sache an mit den mit der Hochburg da oben. Ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde den Abend noch ein bisschen nutzen, was vorzubereiten und alles zu machen. Und dann gehen wir los. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.